Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Subnautica. In der heutigen Folge sind leider meine Lampen mal wieder leer. Und deshalb kann es sein, dass ich ab und zu mal nicht so gut ausgeleuchtet bin, weil ich gerade nur von meinen Monitoren ausgeleuchtet bin. Aber dafür habe ich eine schicke, ich würde mal sagen, zur Subnautica passende Hintergrundbeleuchtung. Und das ist ja auch schon mal nicht ganz verkehrt. So, wir wollten zur Aurora, erinnere ich mich. Und ich glaube, wir wollten auch nicht sterben. Also ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, wir wollten nicht sterben. Und, oh, ja, wow. Das ist, ja. Moment. Ah, so ist es Aboard, richtig. Captain. Okay. Genau. Da ist unser Freund. Wir versuchen einfach schnell an ihm vorbeizukommen. Wir sind gar nicht da, wir sind gar nicht da, wir sind gar nicht da, wir sind gar nicht da. Wir sind gar nicht da, du siehst uns nicht. Du siehst uns nicht. Du siehst uns einfach nicht. Okay. Ja, jetzt haben wir das Problem, ich bin falsch, richtig? Ah ne, hier oben ging es lang. Hier und dann da hoch, glaube ich, ne? Wir hätten noch das Licht einfach ausschalten können. So. Die Frage ist, benutzen wir den Hintereingang? Ist der schneller? Ich glaube gar nicht mal, dass er schneller ist, oder? Ja, doch, er könnte schon schneller sein. Vor allem kommen wir dann nicht an diesen blöden Blutsaugern vorbei. Allein deshalb ist der mir schon lieber. So, und vielleicht haben wir noch irgendwas vergessen. Wie zum Beispiel so ein Feuerlöscher, der hier hängt. Ah ja, jetzt zum Beispiel ist der Moment, wo ich schlecht ausgeleuchtet bin. Nein. Gut, hilft alles nichts. Ah, wir könnten Deko mitnehmen, ne? Da mein Inventar leer ist, könnten wir so ein Mikroskop mitnehmen oder so ein Probenanalysator. Probenbehälter, wie viel Platz braucht denn das? Alter, ihr seid echt fies. Das hier hätte ich gern. Okay, gut. Boah, da haben wir unsere neuen Sauerstoffflasche. Müssen wir uns um Luft erstmal nicht mehr so viele Gedanken machen. Waren wir hier schon? Ah doch, ja, hier war der Eingang. Hier hinten bei den Rohren. Zack, 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 zack. Hier unten durch. Jawohl. So. Moment mal, da ist noch ein. Der bringt zumindest Titan. Der bringt zumindest Titan. Na. Das Gefühl, dass es schon wieder so dunkel ist, aber ich habe die. Nein, ich habe schon wieder. Hallo, speist es bitte? Jetzt, genau, weil ich habe euch hier gefragt und. Ja, das ist schon besser fürs Let's Play, das stimmt schon. Habe ich hier noch irgendwo einen Anzug vergessen, der uns Titan gibt? Nee. Was ist das? Oh. Oh. Was habe ich übersehen? Habe ich hier noch was übersehen? Ich habe kein Feuerlöscher dabei, ne? Aber ich habe ein Medikit dabei. Hier vielleicht noch? Nee. Ich hätte schwören können, ich habe das untersucht. Ich schaue aber nochmal ganz genau. Die haben hier einfach im Feuer was versteckt. Das ist ja frech. Hier irgendwas zu scannen oder so. Und ja, es ist völlig ungefährlich, hier bei so einem Großbrand hier rumzulaufen.
Okay, ich glaube, da ist nichts mehr. Aber wir haben ein Frachtmodul. Ach, für die Seemotte Ding. Ja, ich weiß, wofür das ist. Das ist cool. Haben wir noch irgendwo Deko? Hatten wir hier nicht noch irgendwo Deko zu mitnehmen? Ah, Mann, ich wusste, dass das passiert. Gescannt haben wir alles. Okay. Ja, nee, die Sporttaschen gab es noch, ne? Aber die finde ich nicht so. Nicht so berauschend. Okay, wir haben ein Wasser dabei. Das nehmen wir mal mit. Oder das trinken wir mal. Aber. Das war vielleicht ein bisschen knapp. Okay. Also, was haben die uns geschickt? Koordinaten. Nee. 2679. 2679. Ach, Kapitänskunde. Steht sogar dran. Alles klar. Boah, ist das geil. Ein Modell, der auch. Alter, das stell ich. Boah, ein Poster. Boah, ein Poster von Aurora. Nice. Boah, und ein PDA. Logbuch des Captains. Aha. Okay. Ach, und hier ist ja die Datenkonsole. Datendownloads. Neptun-Rettungsrakete. Baupläne Zeitkapsel. Ah, so eine Zeitkapsel, die wir schon gefunden haben. Das ist cool. Neptun-Startplattform, Titanenwahlen, Computer. Bleib. Also ein bisschen billig, oder? Boah, würde ich ja fast am liebsten gleich bauen. Aber ich vermute mal, dass die Rakete ein bisschen härter werden wird und ich will das Titan jetzt nicht verschwenden. Ich will nämlich das Teil hier. Ach, sehen wir hier den Bauplan für die Rakete an sich nicht? Ah, okay, die sehen wir wahrscheinlich erst, wenn wir das gebaut haben. Bietet eine stabile Oberfläche, von der die Neptun-Rakete abheben kann. Gut, aber die Rakete an sich, die Rettungsrakete an sich, bringt uns ja noch gar nichts. Denn wir werden ja immer noch von der Laserkanone abgeschossen, weil wir wahrscheinlich immer noch infiziert sind. Das ist halt ein bisschen fies. So nach dem Motto, oh hey, du hast die tödlichste Seuche im Universum und du darfst diesen Planeten erst verlassen, wenn du allein ein Heilmittel gefunden hast. Obwohl das eine viel höher entwickelte Zivilisation nicht geschafft hat. Wow. Das klingt total machbar. Auf jeden Fall. Also, das finde ich... Wow. Ich finde total nett, dass man mir so eine einfache Aufgabe gegeben hat. Also, schon, ne? Ach komm schon, ich bin nicht in das Stromkabel rein. Ich dachte gerade, ich habe mich hier irgendwie durchgebackt und bin jetzt verloren hinter diesem Teil. Boah, ey. Okay. Und da ist der Ausgang. Sehr gut.
Dann können wir unseren lieben Freund ja wieder besuchen, Mr. Reepy Reep. Okay. Also, wir fahren heim. Aber passen gleichzeitig auf, nicht gefressen zu werden. Ich würde sagen, wir fahren an ihm einfach mal vorbei. Er ignoriert uns. Okay, nee, Licht lassen wir aus. Licht lassen wir aus. Was ich mich hier immer noch frage. Wir haben doch noch immer keine Möglichkeit gefunden, hier so einen tiefen Upgrade zu bauen, oder? Oder war ich absolut blind und das ist in der normalen Konsole? Oh, wie hell es einfach ist alles. Ohne... ohne die Filmoptik. Ja, schade, dass die das so dunkel macht. Wir parken natürlich gleich im Gebäude hier. Zack. Einmal an. Ja, genau, ich bin jetzt der Captain hier. Ich vermisse immer noch dieses Ding. Oder. Also, ich halte es für ein Gerücht, aber wenn man das Ding hier jetzt da drin einbaut, dann. Geht wahrscheinlich nicht. Jetzt schauen wir nochmal. Nee, hier ist sowas nicht. In der mobilen Fahrzeugstation haben wir schon geschaut. Hä? Wie kriege ich so einen tiefen Upgrade? Essen wir mal was. Achso. Das war jetzt ein bisschen Verschwendung. Aber, wir haben ein ultra cooles Poster. Yo. Und wir haben ein eigentlich noch viel cooleres Modell. Wo kann man das hinstellen? Oh, wir können es hier draufstellen. Okay, Fische schwimmen durch meine Basis. Oder ich kann es auch nicht hier. Doch, ich kann es hier draufstellen, aber irgendwie. Wir lassen es mal da draufstehen, die funktioniert ja noch. Boah, das ist mega. Das ist cool. Wir brauchen so einen Tisch. Moment, wir können noch einen Glastisch machen, oder? Wir bauen jetzt so einen Altar. Wir beten die Aurora an. Hier so ein Tisch. Gibt es vielleicht noch ein. Oder so ein Regal? Ja, Mann. Oh ja. Yeah. So ein bisschen schräg. Okay, das ist nicht mittig genug. Oh yeah, ist das cool oder ist das cool, Leute? Das ist cool. Nice. Okay. Oh, wir haben noch mehr Deko-Zeug. Können wir es einfach mal aufnehmen? Warning, emergency power only. Oh. Ich habe das Gefühl, unser liebes U-Boot. Na, wir können das erstmal auf den Boden stellen, gut. Unser liebes U-Boot hat gerade die Basis leer gesaugt. Das ist insofern ein Problem, dass wir hier elendig... na, ihr wisst schon. Boah, was machen wir denn jetzt? Ja, Moment, wir haben doch noch... Wie viel kostet dieser Bioreaktor?
Den könnten wir als Notstromgenerator bauen. Bioreaktor ist, glaube ich, ein Innenmodul. Innenelement. Okay, 3 Titan, ein Kabelsatz, ein Schmierstoff. Okay, das sollten wir eigentlich sogar alles haben. Da ist ein Titan. Ein Kabelsatz haben wir hier. Den, glaube ich, wollte ich zwar für was anderes benutzen, aber jetzt ist es zu spät. Ein Kabelsatz und ein Schmierstoff. Ein Schmierstoff. Wie kriegen wir nochmal Schmierstoff? Hallo? Fabrikator. Oh. Der funktioniert nicht mehr. Ich glaube, es den Dingern, ne? Boah, das ist. Das ist endgut, dass wir das direkt hier zu Hause haben. Es leuchtet zwar ein bisschen komisch, aber. Gut, so finden wir unsere Basis in der Nacht auch. Emergency power only. Oxygen production offline. Ja, wir docken vielleicht mal kurz das Boot. Ja, genau, wird geladen. Das ist genau das Problem, glaube ich. Und wir kriegen hier auch jetzt ein bisschen Luft. Welcome aboard, Captain. All systems online. Okay. Oder wir kriegen keine Energie, weil Nacht ist. Okay, das ist ein kleines Problem. Okay, die liefern doch ein ganz kleines bisschen Strom. Energie 0 von... Boah. Es laufen halt gerade so die lebenserhaltenden Systeme. Wie keine Energie. Du hast wieder Energie. Wie viel Energie brauchst du denn, damit du angehst? Oh, Junge. Ich will doch ein Kraftwerk bauen. Oh. 3 Energie. Oh, wow. Ah, es wird aber lang... Ah, ich glaube, es wird langsam Tag. Das ist unser Glück. Okay, die eine Solarzelle ist halt auch echt ein bisschen mau. Was kostet denn so eine Solarzelle nochmal? 2 Titan, ein Kupfererz und 2 Titan, Kupfererz und 1 oder 2 Quarz. Und hier aufs Dach mal noch eine Solarzelle. So, doppelte Energieproduktion. Schadet nicht. So, und jetzt. Sehr schön. Schmierstoff. Ach, braucht nur ein Büschel. Okay, dann kann man 2 Schmierstoff machen. Okay, das braucht jedes Mal 5 Energie, wie es aussieht. Okay, Schmierstoff können wir hier reinmachen. Das ist schon was Wertvolleres. Und hier können wir dann den. Wir haben zu wenig. 3 fehlen uns. Okay, das war Glück. Oh yeah. A reliable power source is a critical step towards self-sufficiency. Und jetzt können wir doch, theoretisch. Überlege dir eine Fotodokumentation deiner Erfolge anzulegen, um dich in verzweifelten Momenten zu motivieren. Okay, wir bauen wieder 2 an. Und den Rest, hätte ich jetzt gesagt, packen wir mal hier rein. 3. 650 Energie, alles klar. Und er macht jetzt Strom.
Oh, der kann wahrscheinlich auch aus Fischi-Strom machen. Fischi-Strom. Ah, da fällt mir gerade ein. Wir haben ja jetzt dieses. Gut, jetzt können wir auch die Seemotte wieder andocken. Und wir haben ja das Laderaummodul. Dann packen wir das mal rein. Ah ja. Kann ich das auch auf dem ersten Slot haben? Das ist so eine. Und jetzt können wir wieder darauf zugreifen. Ah ja. Ah, jetzt ist hier oben so ein Frachtraum. Wow. Der ist ja groß. Ich bin begeistert. Okay. Ja. Aber wir haben zumindest einen Frachtraum. Das ist schon mal ganz cool. Und ja. Es ist interessant, dass man hier so ein Modul reinsteckt und da drüben ploppt plötzlich ein Frachtraum aus dem Loch. Warum falle ich hier die ganze Zeit rein? Das ist schon cool. Okay. Okay, Bioreaktor macht eine Menge Strom und lädt unsere Seemotte nebenbei auf. Das ist schön. Hier ist ein infizierter Fischi. Das ist schade, den können wir nicht essen. Glück für dich. Ich wollte ja die Cyclops. Ah ja, dafür hatte ich den. Nein, ich brauche aber einen erweiterten Kabelsatz. Schmierstoff. Emailliert das Glas. Moment mal. Wir bauen mal die Sachen. Emailliert das Glas. Drei Stück, glaube ich, ne? Also einen Schmierstoff haben wir schon drin. Was wollte ich mir denn da bauen? Ich weiß es nicht. Emailliertes Glas 3, ein Schmierstoff. Okay, einen Schmierstoff kriegen wir hin. Emailliertes Glas. Also wir können schon mal Glas machen. Ich meine, emailliertes Glas war mit Pirscherzähnen. Davon haben wir doch genügend, oder? 2. Oh, 3. Oh, wir haben da noch so viele coole Poster. Oh, noch ein Fischerzahn. Cool. Das ist schon mal gut. Plastahl war mit Lithium, ne? Aber dafür haben wir wieder zu wenig Titan. So, dreimal emailliertes Glas. Was wollte ich mir denn bauen? Ich wollte mit Sicherheit irgendein Werkzeug bauen, oder? Schubkanone. Nö, das brauchen wir nicht. Stasi-Gewehr auch nicht. Haben wir schon. Brauchen. Das ist ein bisschen merkwürdig. Ach ja, Tiefmodul Stufe 2. Okay, also Stufe 1 müssen wir irgendwie bauen. Stoßkanone. Haben wir schon. Das haben wir schon. Ich habe keine Ahnung, was ich bauen wollte. Vielleicht habe ich auch Quatsch gebaut. Wir brauchen noch einen erweiterten Kabelsatz. Dafür brauchen wir einen Kabelsatz, 2 Gold und einen Computerchip. Das heißt, wir brauchen 2-mal Silber. Was brauchen wir denn für den Computerchip? Kupferdraht, Gold und Tischkorallen. Okay, das heißt, wir brauchen 2 Kupfer, also 2 Gold hätten wir schon mal, 2 Tischkorallen hätten wir schon mal, 2 Silber hätten wir auch schon mal. Da ist nichts. Habe ich kein Kupfer mehr? Oh Mann. So, ein normaler Kabelsatz. Kabelsatz. Das packen wir mal hier rein. Okay, also wir brauchen noch den Computerchip. Und für den brauchen wir noch
Kupferdraht. Und dafür brauchen wir zwei Kupfer, ne? Ja. Okay, wir brauchen noch zwei Kupfer. Dann brauchen wir noch 30 Titan. Und 3 Blei. Ja, und was? Ah, ne, ja, und das ja. Haben wir 3 Blei vielleicht zufälligerweise da? Lithium brauchen wir auch, stimmt. Aber das ist jetzt nicht so das Problem, weil es das hier bei uns in der Nähe gibt. Da ist Titan. Eins, zwei, drei, vier, fünf Titan. Titanbarren haben wir, glaube ich, nicht mehr, ne? Okay, wir brauchen Kupfer, Titan und Lithium. Alles klar. Ich würde sagen, ich fahre mal offscreen, oder? Weil das Zeug suchen ist, glaube ich, nicht spannend. Ich fahre mal mit unserem schönen neuen Kofferraum offscreen. Und bauen tun wir das Ganze dann in der nächsten Folge. Und wenn alles gut läuft, können wir in der nächsten Folge schon unsere Cyclops bauen. Sehr schön. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.